Hallo Jean. Vor fast genau 2 Monaten habt ihr in der Relegation erst den Aufstieg in die zweite Liga klargemacht. Und jetzt sitzen wir hier und sprechen schon über den 2. Spieltag in dieser neuen Saison. Hat man da überhaupt genug Zeit gehabt, die letzten Wochen das alles mal zu verarbeiten? Ist schwierig. Natürlich sehr, sehr schwer, weil die Pause dann doch kürzer war, als wir sie sonst gewohnt sind. Nichtsdestotrotz ist es mit diesem Erfolgserlebnis, genießt man auch die kurze Pause, weil man einfach Bock hat dann auf das Neue, auf die neue Liga, auf die zweite Liga. Von daher verarbeitet habe ich es schon. Da haben Familie, Freunde geholfen, aber war natürlich sehr kurz die Pause. Aber wie du schon sagst, ihr seid mit einem Erfolgserlebnis in die Saison gestartet. Der 2:1 Heimsieg hier gegen Hannover mit einem Treffer in der Nachspielzeit. Du bist ja durch und durch Lautrer. War das wieder mal so ein richtiger Betze-Moment? Ich glaube schon. Also zum einen, 40.000 hier im Stadion an einem Freitagabend ist nicht selbstverständlich. Und dass wir dann so ein Spiel auf den Platz bringen, mit dem wir ganz viel Herz auf den Platz gelassen haben, ganz viel Leidenschaft auch von Rängen gespürt haben, das dann mit so einem Lucky Punch zu vollenden, ist umso geiler. Und ja, ich habe es die Woche schon mal gesagt, früher hat der Stadionsprecher in der 90. durchgesagt, Wechsel in der 80. Minute. Es wurde schon öfter so lange gespielt, bis wir gewonnen haben. Und in dem Fall ist es sehr, sehr schön, dass es diesmal wieder geklappt hat. Das stimmt. Und wie du sagst, das war jetzt nach Corona, wenn man jetzt mal das Ende der letzten Saison ausblendet, das erste Mal, dass direkt zum Auftakt hier wieder die Fans dabei sein durften, das Stadion voll war. Was für einen Anteil haben die jetzt auch am Freitag vielleicht gehabt oder können in den nächsten Spielen noch einen Anteil an eurer Leistung auch haben? Dann extrem. Also ich glaube, dass man es auch letztes Jahr am Ende gesehen hat, was dieses Stadion für eine Wucht hat, was die Fans auslösen können bei uns und vor allem auch beim Gegner. Also wie einschüchternd das auch für einen Gegner sein kann. Von daher, ich glaube, am Freitag war es ein perfektes Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Fans. Und das erhoffe ich mir für die Zukunft natürlich auch. Da hoffen wir drauf. In Kiel werden ja auch rund 2000 FCK-Fans dabei sein. Kiel hat uns dankenswerterweise noch ein kleines Kontingent freigeschaltet, nachdem es so schnell ausverkauft war. Die haben jetzt am 1. Spieltag ein 2:2 gegen Greuther Fürth. Die sind aus der Bundesliga abgestiegen, auf den Platz gebracht. Wie ist denn deine Einschätzung zu Kiel? Ein extrem schwerer Gegner, sehr, sehr spielstarker Gegner. Und gerade bei einem Bundesliga-Absteiger auswärts ein 2:2 zum Saisonauftakt, glaube ich, spricht auch für sich. Sie haben eine extreme individuelle Qualität, von daher kommt da der nächste Kracher auf uns zu. Du sprichst es schon an, die individuelle Qualität. Da zählt zum Beispiel in der Offensive auch Fiete Arp dazu, den Kiel jetzt nach einer Leihe fest verpflichten konnte. Generell ist die Mannschaft, die letztes Jahr den 9. Platz belegt hat, nahezu komplett so zusammengeblieben. Wo muss man da ansetzen, um so eine eingespielte Mannschaft zu knacken? Ja, über den Kampf, über die Geschlossenheit, eben das, was wir am Freitag hier auch auf dem Platz gesehen haben. Ich glaube, dass Hannover auch qualitativ eine extrem starke Mannschaft hat. Von daher gilt es da für uns anzugreifen, denen die Lust am Spielen zu nehmen. Gut, dann drücken wir die Daumen und hoffen auf die weiteren Punkte. Dankeschön. Vielen Dank.